Heute werden wir adoptiert von einer guten Mom versus einer bösen Mom. Und wir gucken am Ende, bei wem es uns besser gefallen hat und bei wem wir leben möchten. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall in der Daycare und da sind auch schon die Kandidaten. Hi! Du siehst genau richtig aus. Perfekt, wir haben schon zwei Leute, die mich adoptieren wollen. Da sind nämlich die böse Mom direkt vor mir und das andere ist die Supermom. Willst du mit mir böse sein? Fragt die böse Mom. Eigentlich klingt das spaßig. Wir können alles machen. Das Licht ist ausgegangen im Kindergarten. Warum das denn? Mach das Licht wieder an. Hilfe, ich habe Angst im Dunkeln. Muhahaha. Warte, hat sie das Licht ausgemacht? Böse Mom, hast du das Licht ausgemacht? Versuchst du mich so zu überzeugen? Mir gefällt es besser im Dunkeln. Okay, verstehe. Super Mom, was würden wir denn bei dir so machen? Wir beschützen die Stadt zum Beispiel. Das klingt auch nicht schlecht. In der Stadt ist in letzter Zeit relativ viel passiert, was ich auch nicht so super finde. Einbrecher überall, du hast die ganzen komischen Leute vor der Schule, die da weirde Sachen machen. Sagt die böse Mom. Von mir kannst du nichts beschützen. Oh mein Gott, okay. Alles klar, eigentlich klingt das spaßig. Wisst ihr was? Wir machen es so. Ich wohne eine Woche bei jedem von euch. Ich fange an mit der bösen Mom und dann wohne ich eine Woche bei dir, Supermom. Und am Ende entscheide ich, wer von euch mich adoptieren darf. Also falls ihr dann immer noch wollt. Ich weiß überhaupt nicht, ob ihr mich adoptieren möchtet, aber ich hoffe es einfach mal. Okay, super. Nach einer Woche mit mir willst du nirgendwo mehr hin. Alles klar, dann komme ich wohl mit dir nach Hause. Ich bin gespannt, wie das Haus von jemandem aussieht, der richtig böse ist. Mal gucken. Wir sind gleich zu Hause. Oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten zu sehen, wo wir wohnen. Wir fahren auf so einem brennenden Motorrad. Das ist schon mal cool. Ist das hier? Entschuldigung. Böse Mom, ist das dein Haus? Weil das sieht für mich eher aus wie ein U-Boot. Warum ist hier Wasser? Kann man hier drin schwimmen? Okay. Weird. Es ist ein Haus für einen Schurken. Du kannst alles machen, was du willst. Alles klar, dann wohne ich jetzt wohl für eine Woche in einem U-Boot. Crazy. Aber es sieht ganz cool aus. Ich war noch nie in einem U-Boot. Oh mein Gott. Wir haben hier so Kanonen für deine Feinde? Oder hast du viele Feinde? Sind wir in Gefahr? Ja, die Supermom zum Beispiel. Aber keine Sorge, in Gefahr sind wir nicht. Dafür habe ich ja die Raketen. Okay, ich schätze, das macht Sinn. Sie ist ja auch noch draußen, kann weiter böse Sachen anstellen. Konnte sogar einfach mit der Supermom zusammen in der Kita stehen, ohne dass was passiert ist. Ich glaube, wir sind hier wirklich sicher. Wo haben wir denn Raketen? Oh mein Gott, wir haben hier noch extra Raketen. Darf ich meine drücken? Komm, ich zeig dir dein Zimmer. Ich bin so stolz auf dich. Okay, ich schätze mal, das ist ein Ja. Dann drücken wir hier Launch. Mal gucken, was passiert. Ich sehe, du hast meinen Hang zum Zerstören. Ich schätze mal, da ist was dran. Ich zerstöre eigentlich schon gern mal was. Dann bin ich vielleicht ein wirklicher Superschurke. Naja, wir werden es herausfinden in dieser Woche. Was ist hier unten? Oh, hier ist die Küche. Wie cool. Und dann sind hier wahrscheinlich die Schlafzimmer, nehme ich an. Hier ist irgendwo dein Zimmer. Aber anscheinend habe ich deine Möbel vergessen. Ups. Oh, ist schon okay. Ich kann sonst auch hier mit in einem Bett schlafen. Das ist in Ordnung für mich. Was ist denn in dem Raum? Dann lass uns einfach ein anderes Haus klauen, wenn du willst. Oh mein Gott, ja, gute Idee. Oh, aber wird es nicht auffallen, wenn wir uns einfach ein Haus klauen, dass wir dann Polizei da haben? Und genau, was ist hier eigentlich in dem Raum? Ach, eigentlich alles, was Schurke so braucht. Und Diebesgut. Oh, ja, gut, macht Sinn, dass man dafür einen extra Raum hat. Wie gesagt, lass uns vielleicht lieber Geld besorgen und damit ein neues Haus kaufen, anstatt einfach eins zu stehlen. Ja, ich habe einen guten Trick, wie wir uns Geld beschaffen. Ist klar, ich bin gespannt. Nicht an der Polizei vorbei. Erste Regel. Ich schätze, das macht irgendwo Sinn, wenn man ein super Schurke ist. Wir fahren an der Feuerwehr vorbei mit einem brennenden Motorrad. Das scheint niemanden zu stören, aber was weiß ich schon. Ich bin ja noch nicht lange ein Bösewicht. Ah, natürlich, die Brookhaven Bank. Das ergibt Sinn. Hier ist auch jemand. Entschuldigung, ist das nicht... Also, ist es nicht schlecht? Hier ist eine Bankangestellte. Hey, gib uns alles Geld, was ihr habt. Oh, so einfach geht es? Hallo, wie kann ich euch heute helfen? Sie ist auch sehr gefasst dafür. Ist es das erste Mal, dass du das tust oder bist du öfter hier? Ja, also indem du uns Geld gibst. Vielleicht hatte ich mal was anderes an. Okay, verstehe. Ah, ihr seid Räuber. Oh, das hat aber gedauert. Ganz genau. Wir sind Superschurken. Wir sind die böse Mom und ich, also... Nein. Oh, wir sind keine Räuber? Ah, wir sind Schurken. Keine Räuber. Also gibst du uns jetzt das Geld? Okay, von mir aus, wenn ihr mich dann in Ruhe lasst. Super, das funktioniert gut für uns, oder? Haha, siehst du? Komm mit, ihr zwei. Oh, wir gehen hoch zu dem geheimen Safe. Oh mein Gott, der Brookhaven Bank Safe. Und sie macht ihn einfach auf. Ich habe das immer nur in Filmen gesehen, dass hier Leute einbrechen. Aber dass das so einfach geht, dass jeder Mitarbeiter in den Safe kann, wirkt wie eine kleine Problematik irgendwo. Aber...
Oh, okay, ich schätze, ihr habt den aufgesprengt? Hatte sie den Code wohl doch nicht. Gut, dankeschön für das Geld. Schnell weg. Okay, bye bye, mach's gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Geld, um uns ein besseres Haus zu kaufen. Nicht, dass dein U-Boot nicht auch cool wäre, böse Mom, aber vielleicht... Oh, darf ich fahren? Ist das okay? Fahr, fahr! Hier oben ist auch direkt ein freies Grundstück. Wollen wir uns denn hier einfach ein Haus kaufen? Klar, meine kleine Schurkin. Okay, ich kann es kaum erwarten. Mein erstes Haus als Superschurke. Nimm, was dir gefällt. Wie wär's mit dieser Geheimbasis? Die sieht genau aus wie das, was ein echter Superschurke haben würde. Sehr schön. Oder? Da fühle ich mich auch sicher. Jetzt, wo wir die Bank ausgeraubt haben, denke ich, brauchen wir eine gewisse Security. Ich mache mal hier zu, das Tor. Das U-Boot hat mir eh nicht mehr gehört. Okay, alles klar. Gut, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass wir hier umgezogen sind. So, auf zur Schule heute. Schule? Als Bösewicht muss ich auch in die Schule? Mom! Na klar, aber nicht die normale Schule. Die Schurkenschule! Oh mein Gott, das klingt wie super viel Spaß! Was lernt man in der Schurkenschule? Ich meine, ich werde es heute eh rausfinden. Ich kann dir zwar viel beibringen, aber ich war damals auch auf der Schurkenschule. Oh, alles klar. Gut, dann setze ich mich mal drauf und wir fahren rüber. Wie aufregend! Ich wusste nicht mal, dass es eine Schurkenschule gibt bei uns in der Stadt. Oh, sind normale Kinder auf meiner Schule auch Schurkenkinder? Na klar. Hier ist schon die Schule. Alles klar. Okay, danke, Mom. Wir sehen uns nachher. Okay, hier scheint mein Klassenraum zu sein. Das ist auf jeden Fall die Schurkenlehrerin. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Ronja. Ich möchte hier lernen, Superschurke zu werden. Guten Morgen, Klasse. Oh mein Gott, hier aufregend. Meine erste Unterrichtsstunde. Oh, ich habe so viele Fragen. Was ist denn das Thema von der heutigen Stunde? Heute lernen wir etwas über die Superhelden, wie du sie zum Beispiel erkennst. Oh, ja, das macht viel Sinn, weil wir Schurken müssen uns ja vor den Superhelden fernhalten, damit wir nicht erwischt werden. Erkennen kannst du sie an ihren Capes. Sie tragen nämlich sehr oft Capes. Oh, okay, das wirkt sehr einfach. Stimmt, die Supermom in der Kita hatte auch ein Cape an. Und was mache ich, wenn ich einem Superhelden begegne? Die meisten von uns rennen weg, so gut es geht. Okay, gut, da hätte ich selber drauf kommen können. Das war's mit der ersten Woche. Wie aufregend alles war. Jetzt geht's wieder in die Kita. Jetzt wohne ich eine ganze Woche lang bei der Supermom. Mal gucken, ich darf keine Geheimnisse erzählen, die ich jetzt hier gelernt habe. Ich bin gespannt, ob die Woche noch besser wird als meine erste, weil sonst ziehe ich definitiv zur bösen Mom. Oh mein Gott. Hi, Supermom. Wie aufregend. Jetzt gehen wir in das neue Haus. Wir sind schon da. Sehr süßes Auto. Hätte ich nicht erwartet von einem Superheld, aber macht irgendwo Sinn. Du musst ja auch unauffällig bleiben. Hier geht's rein. Wow, wie schön. Okay, sieht auf jeden Fall besser aus als das U-Boot-Haus, in dem ich davor gewohnt habe. Hi, Superkind, das ist dein neues Zuhause. Wow, wie aufregend. Okay, cool, cool, cool. Hier hoch ist das Schlafzimmer. Hier wohnen wir zusammen. Was machen wir als erstes? Wie beschützen wir die Stadt? Ich weiß nämlich aus vertraulicher Quelle, dass in der Stadt ganz schön viel Unruhe getrieben wird. Na dann komm mal mit. Okay, wie aufregend. Es wird gar nicht gesagt, was wir machen, aber wir steigen auf jeden Fall wieder ins Auto. Wir können los. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir hier oben vorhaben. Superman, was machen wir hier? Sie hat nur gesagt, dass wir irgendwie die Stadt beschützen müssen. Hier überwachen wir die Stadt. Einfach von hier oben gucken wir runter, weil ich sehe hier noch nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, nicht ganz. Alles klar, was hast du vor, Supermom? Spring auf. Ich schätze, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe Höhenangst. Was? Nein, wir fliegen nicht mit dem Ding, oder? Okay, das macht Sinn. Das mit der Liege, ich glaube, da wollten wir zusammenfliegen, aber das hat nicht gut geklappt. Wir beobachten jetzt einfach, ob wir irgendwas Verdächtiges sehen in der Stadt, nehme ich an. Superkind Ronja ist auf der Suche. Oh, was ist das da unten? Da ist ein Van und er fährt vor dem Eisladen hin und her. Oder springen jetzt Leute raus? Okay, das ist auf jeden Fall verdächtig. Da liegt irgendjemand auf dem Boden. Da ist irgend so ein Schatten. Okay, das sieht super gefährlich aus. Oh Gott, da schießen Leute. Okay, hier ist mein Zeitpunkt gekommen. Ich muss jetzt runterspringen. Trotz Höhenangst. 3, 2, 1 und... Ah! Oh mein Gott. Supermom? Supermom, wo bist du? Ah, da ist sie. Gott sei Dank bin ich nicht alleine hier. Wir müssen den Leuten helfen. Yep. Oh Gott, wer gehört denn alles zu der Gang dazu? Hey, du! Oh nein! Oh, er scheint auf jeden Fall Angst zu haben. Wir machen was Gutes, aber er rennt nur weg. Geh weg! Nein! Oh, okay, das ist eine ganze Jagd hier. Supermom, ich kann nicht so schnell rennen wie du. Du musst ihn alleine fangen. Oh Gott, er hat eine Waffe, pass auf! Oh, 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 warte, vielleicht können wir uns hier einfach... Ich hole mir schnell ein Motorrad. Warte, ich helfe. Hab das Motorrad geklaut. Ich meine, ausgeliehen. Warte, warte, warte. Ich kann ihn fangen. Supermom, ich überhole dich. Achtung. Und einmal stehen geblieben. Ich war nur zufällig dort. Wir bringen ihn jetzt zur Polizei. Alles klar.
Oh mein Gott, das war so cool! Meine erste Verhaftung! Ja, mega, oder? Absolut! Es ist cool, ein Superheld zu sein! Oh, ich bekomme da gerade etwas von meinem Superradar! Oh mein Gott, was ist es? Was ist es? Wir müssen schnell dahin! Beim Museum! Okay, irgendwas stimmt nicht beim Museum. Wir müssen so schnell wie möglich dahin. Museum ist hier die Straße runter zum Glück schon. Das heißt, wir sind schon fast da. Okay, okay, okay. Ich bin so gespannt, was es diesmal ist. Wir müssen irgendwie alles Böse verhindern. Hier hoch. Und dann... Oh mein Gott, du hattest recht, Supermom. Oh, oh. Ich habe hier Geld gefunden und wollte, zur Polizei. Ja, richtig. Ja, ja, das sagen sie alle. Oh, wie cool, dass es ein Superradar gibt. Oh mein Gott, der hat so viel Geld gestohlen. Der hätte auch die ganzen Bilder mitgenommen. Nein, nein, ich schwöre. Okay, aber warum hast du dann die Maske auf und den Baseballschläger? Ja, gute Frage. Die hat mir gerade jemand gegeben. Wahrscheinlich der Räuber. Hinterher. Nein, er entkommt. Schnell, Supermom. Wir müssen ihn kriegen. Frech, wie die Leute mittlerweile lügen. Also, das ist doch so offensichtlich, dass... Hier, hab ihn. Okay, sehr gut, was die Leute hier für Lügengeschichten erzählen. Gut gemacht, dass du ihn gekriegt hast noch, Supermom. Dann mal ab zur Polizei. Okay, jetzt ist meine Woche bei der Supermom auch vorbei und ich muss eine Entscheidung treffen. Ich weiß noch gar nicht, wie ich mich entscheiden soll. Hier in der Kita sind auf jeden Fall schon die Supermom und die böse Mom. Und bei einem von beiden werde ich jetzt für den Rest meines Lebens wohnen. Ich kann mich noch nicht entscheiden, es ist so schwierig. Supermom, es hat wirklich viel Spaß gemacht bei dir. Wir haben auch so viele gute Sachen gemacht. Aber böse Mom... Wir hatten natürlich auch viel Spaß. Ronja, mit mir musst du nie wieder Regeln befolgen. Man muss fairerweise sagen, das ist wahr. Und ich muss nicht mehr auf die blöde normale Schule. Ich kann auf die coole Schurkenschule gehen. Du kannst für immer machen, was du willst. Wir haben aber so viel Gutes getan. Was auch wieder wahr. Will ich böse sein oder will ich ein Superheld werden? Komm zu mir. Nein, zu mir. Wisst ihr was? Ich muss mit meinem Gefühl gehen. Ich gehe zum bösen Mom. Es führt kein Weg dran vorbei. Die Schurkenschule ist einfach zu cool. Tut mir leid, Supermom. Und ich glaube, wir müssen jetzt am besten wegrennen. Komm. So, das war's mit dieser Roblox-Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Drückt auf den Screen, dann kommt ihr nämlich zum letzten Video. Da entscheide ich, ob ich bei einer strengen Mom oder einer spaßigen Mom wohne. Und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Bye!